Na, Metroid Prime ist ja irgendwie 80-90% out of bounds. Geh weg, Zauber. Du nervst. Naja, der Speedrun sollte schon Spaß machen, zum Spielen und zum Zugucken. Zurück. Warum bin ich heute so müde? Oha. Ein massiver Raum. Okay, das war Bullshit. Ich habe R gedrückt gehalten und er hat trotzdem gerollt, anstatt sich zu ihm zu setzen. Wieso rollst du hier? Rumgucken. Boah, scheinbar geht das nicht. Thank you.
von der Skulula gehört. Okay, das war der Raum. War schon die dritte Skulula hier oder erst die zweite? Egal wie, die Skululas kommen gut. Die sind nicht super duper versteckt hier. Das ist doof. Auge. Wieder zurück. Das Problem ist, ich möchte hier auch. Hier ist Safe Warp ist scheiße. Da muss ich jedes Mal. Muss ich jedes Mal wieder Nero's Love equippen, um rüber zu hüpfen. Das ist mir auch jedes Mal wieder Magie. Das ist ziemlich beschissen. Einen Schlüssel. Das hat er da drüben waren wir. Oh. Eine Bombe. Da habe ich gedacht, das wäre eine Dings, das wäre eine Skulptur, aber es ist eine Bombe. Ups. Na,
Komm schon. Wirklich. Das bringt mir rein gar nichts. Hinten ist eine Tür, oder? Eine verschlossene. Hier springt er nicht mal. Wie soll ich denn wieder zurückkommen? Oh, ich muss eigentlich nicht auf die Dinger. Soll hier nicht ein Hookshot-Ding sein oder sowas? Wait. Wo bist du denn her? Ich hab mich ja noch gar nicht gesehen. Der Kompass, wo ist die Map? Wait. Wie verwirrt. Wie geht's denn hier weiter? Muss er da drüben sein, oder? Mein Hookshot-Ziel übersehen? Sieht nicht so aus, als würde das ausreichen von der Länge her, von der Weite her. Habe ich eben auch schon drauf geguckt. Aber es sieht echt nicht so aus, als würde es reichen. Hier springt er auch nicht. Egal. Ich kann ganz links rumgehen. Aber ich habe einen Longshot. Ich benutze ihn. Oh, das schaffe ich nicht. Ah doch. Da drauf meinst du? Da komm. Kann man doch nicht hoch dann, oder? Oh, von hier aus. Ja, ich muss an der anderen Seite kommen. Sieht vom Außen her nicht so aus, als würde sie funktionieren. Aber ich probier's mal. Es gibt eine Vogelscheuche, aber die sagt mir als Erwachsener das gleiche wie als Kind. Hey, schönes Lied, das merke ich mir. Bringt mir also scheinbar nichts, also scheinbar existiert sie doch nicht. Kann aber sein, dass sie auf die Dings, auf die Bombe geflogen ist. Navi. Okay, ich muss unbedingt drüben in die Tür rein und wieder rausgehen, sonst will das nicht. Dann nehme ich mich bei den Pflanzen geheilt habe.
Kann ich machen, ja. Ah doch, da kann man hoch. Du, sieht halt echt nicht so aus. Und hier? Ah, die gibt's tatsächlich. Interessant. Aber ich dachte, die gibt's nicht, weil die genau das gleiche sagt. Normalerweise sagt sie ja, hey, cool. Schönes Lied, ich hab's mir gemerkt. Spiel's überall und ich komm. Eine Hälfte oder sowas. Was soll ich denn hier machen? Einmal ist das immer noch nicht der richtige Weg. Nein, dann müssen wir da drüben doch was tun. Da drüben. Was ist da drüben, das Scarecrow? Hier muss man scheinbar erstmal. Im Hammer das Ding runterballern. Hier ist irgendwo ein Schalter, den ich übersehen habe. Wow. Was macht der? Da hinten was? Hinten, da macht er was, da macht er was. Da ist die Map. Er schaltet Dinge. Oh.
Wäre cool, wenn man sehen würde, wie viel man schon hat. Also im Dungeon. Ah, das ist der Eingangsraum. Ja. Shine's Knife. Ich weiß gar nicht, ob es Spigeronen gibt. Ja, ich vermute auch, aber ich hab noch keinen Spigeronen gesehen. Vielleicht ist er in der Wüste oder so. Natürlich. Kann aber nicht mehr viel, es könnte was fehlen. Eine noch oder sowas. Ich schwöre. Knapp. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wie kommen wir da hin? Oh, ist da oben eine Kiste? Ist kein Navi-Dings. Navi müsste sich melden für Song of Time. Bisher haben wir keine Song of Time-Blöcke gebraucht. Ich denke nicht, dass die mit drin sind. Da hinten aber. Ist, glaube ich, da eingeflogen gewesen. Die Torch Slugs. Ich sehe die mal unfassbar weit weg an. Ja, ja. Oh. Ich gehe mal davon aus, das ist dort, wo wir das Ding wegmachen müssen. Das ist woanders. Eins da hinten dran wahrscheinlich. Lass mal kurz auf der Map gucken. Yep. Oh, da hinten ist eine Kiste. Dann werden wir da mal hingehen. Ist so einiges los. Hm.
No, noch eins. No. Irgendwo muss noch ein Schalter sein. Wahrscheinlich einer zum Schießen. Hier komme ich nirgends voran. Der Schalter macht wahrscheinlich die Tür auf. Und eventuell muss ich den Schalter drücken für die Tür da, restliche. Weiß der Geier, sehen wir gleich. Ah, da kann ich lang. Ich muss hier außen rum. Dann geht Jump Map. Ich werde jetzt aber nicht nochmal zurücklaufen. Machen wir das so. Haha, spring doch! Oh, eine große Kiste. Achso, ja, das muss der Hammer sein. Den brauchen wir ja jetzt. So. Die Frage ist, was machen wir jetzt erstmal? Wir sagen, den hier runterballern, oder? Dann hier runterspringen. Nein, gar nicht wahr. Ach, das war der. Der ist bis oben runtergegangen. Okay, gut. Was soll's. Hat der ganze Dungeon jetzt eine verschlossene Tür nur? Okay, zwei. Oh, hier ist noch eine Tür. Twilight Princess und Wandwiker. Ich will da nicht durchlaufen. Nicht, dass dann die Tür zugeht. Nee, die Tür war offen, glaube ich. Oh, wir haben hier einen hottigen Raum. Warum es den Durchgang hier gibt, ist fraglich. Der kam unverhofft.
Wahrscheinlich nicht. Sollte sich jemand die Mühe machen. Der Raum ist größer, als er aussieht auf der Map. Da ist die letzte Skuttula. War es Rando oder Seal Palace? Ups. Seal Palace? Weiß nicht, ob das so beliebt ist. Okay. Muss nur noch die Skulle da holen. Wo auch immer die rumgammelt. Unten irgendwo, glaube ich. Oh, ich komme hier gar nicht hin. Im Raum, oh no. Definitiv da unten. Ja. Das waren alle, oder? Nein, so muss ein Dungeon laufen, ja. Bam, badam. Und dann ist die Sache geklärt. Wie komme ich jetzt hier weg? Ohne zu voiden, aber mit voiden ist natürlich auch gut. Brauchst du zwar nicht wirklich, aber nehmen wir mal mit. Das ist ein Dungeon. Der war gut. Das Ding ist nur, um in die Wüste zu kommen, brauche ich. Ah ne, Hammer geht auch bei den Steinen, ja. Hammer oder Handschuhe bei uns. Okay, keine. What? Yeah.
kann's noch. Ich kann's noch. Sie Fahrrad fahren. Thank you, brother. I really appreciate what you did. Thank you on behalf of the entire Goron race. You turned out to be a real man, just as I thought you would. By the way, I, the Wild Darunia, have been the Sage of Fire all along. Isn't that funny, brother? Well, this must be what they call destiny. Nothing has made me happier than helping you seal this evil here. Hey, brother. Take this. This is a medallion that contains the power of the fire spirits and my friendship. So, und nun, Navi, jetzt gehen wir erstmal überall dorthin, wo wir den Hammer brauchen könnten. Bedeutet, wie oft habe ich die Steine schon gesehen? Ich glaube nur hier, um nach Gerudo Ascent zu kommen. Und buchstäblich bei den Soras. Oh, und unten war ein Schalter, du hast recht, unten. Also wir müssen auf jeden Fall zum Ocean noch zurückgehen. Da wollte ich jetzt sowieso zurückgehen. Denn sowas war noch eine Kiste hinter den Dingern und der Schalter. Du hast absolut recht. Boah, den Schalter hätte ich komplett vergessen, Mann. So, dann links, rechts, links, oben, links. Oh boy. Warum war das denn?